Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier von Reselling mit Kopf, freue mich total, dass ihr heute dabei seid zu unserem allerneuesten Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Sehr, sehr viele von euch haben mich gefragt, hey René, kannst du nicht mal ein Video machen über deine Top 5 Fehler, die du jemals gemacht hast, beziehungsweise gibt es da überhaupt 5 Fehler? Und ja, natürlich gibt es, 15 oder 20 sogar, aber heute erzähle ich euch die Top 5 Fehler, die ich gemacht habe und wo ich euch raten würde, schaut, dass ihr da nicht reinfallt, reintappt. Das ist leichter gesagt wie getan, das weiß ich natürlich, aber deswegen mache ich natürlich auch solche Videos. Bevor wir jetzt starten, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr ein Video einen Daumen nach oben gibt, wenn ihr den Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, um nichts zu verpassen und mir vielleicht Videovorschläge, Anregungen oder auch Wünsche in die Kommentare schreibt. Da würde ich mich natürlich drüber freuen. Und jetzt fangen wir direkt an mit dem Fehler Nummer 1, zu leicht vertrauen. Also das ist so ein Überbegriff. Ich sage euch dann immer auch ein paar Beispiele. Ich bin halt so ein Mensch, ich will immer nett sein, ich will immer jedem weiterhelfen und ab und an erzähle ich da auch vielleicht viel zu viel jemanden, der es dann ausnutzt. Und genau das hatte ich nicht nur in meiner Reselling-Karriere, sondern auch bei YouTube am Anfang. Oder nicht nur am Anfang, sondern auch, wie wir schon 10, 15, 20.000 Abonnenten hatten. Da gab es immer wieder Leute, die haben sich hochgezogen und sobald sie dann selbst ein paar Abonnenten hatten, abgestoßen. Das war sehr, sehr oft der Fall und das war früher in meiner Reselling-Karriere nicht anders. Aber jetzt bin ich mir da sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, stark drauf gekommen. Ich achte jetzt wirklich, mit wem ich über was rede, weil mir kommt es vor, wie wenn sehr, sehr viele das dann ausnutzen wollen, um sich selbst besser darzustellen. Um jetzt aufs Beispiel Reselling zurückzukommen, ich hatte damals auch Deals, wo ich mit wem noch zusammengearbeitet habe, der das ähnlich wie ich gemacht habe. Ich habe den dann netterweise auch Deals weitergegeben und gesagt, hey, wir splitten das, du holst es dafür ab. Und am Ende, was war am Ende? Er hat mir zwar ein paar Rechen abgegeben, aber das war kein Split mehr, sondern eher 90-10 oder so. Ihr wisst, was ich meine. Er hat sich den Kontakt dann selbst unter den Nagel gerissen und irgendwann mich rausgehauen. Das war sehr, sehr oft so in verschiedensten Bereichen. Wie gesagt, auch im YouTube-Bereich dann sind immer sehr, sehr viele gekommen. Und das ist ein Fehler, Freunde. Macht das nicht. Vertraut nicht blind, beziehungsweise vertraut nicht jedem. Hinterfragt, schaltet euren Hausverstand ein, sagen wir in Österreich. Es ist wirklich schwerer gesagt wie getan, aber trotzdem, das wollte ich euch gleich mal als Tipp Nummer 1 weitergeben. Vertraut nicht jedem, seid ein bisschen vorsichtig, seid ein bisschen kritisch. Ganz, ganz wichtig, meine Freunde. Dann Punkt Nummer 2, die Einarbeitung in die Nische. Was meine ich jetzt damit? Ich habe immer sehr, sehr viel Weiterbildung betrieben in verschiedensten Dingen, aber besonders zu Beginn habe ich vergessen, wirklich konkret mich in meine Nische einzuarbeiten. Was meine ich damit? Ich habe mich weitergebildet in Persönlichkeitsentwicklung, in Rhetorik, in allen möglichen Dingen, aber ich habe vergessen, besonders wie gesagt zu Beginn, das hat sich natürlich geändert, aber sehr, sehr viele werden jetzt genau dort stehen wahrscheinlich. Beispiel TCG. Man vergisst sich einfach wirklich genau in diese Nische einzuarbeiten, wo man halt gerade drin ist. Seltenheitsstufen, wann kommen die Releases, wann kommen die raus, was ist begehrter wie was anderes. Das erlernst du nur, wenn du wirklich dir so YouTuber anschaust, auch die wirklich in dem Bereich drinnen sind, wenn du dich selbst einarbeitest. Und da würde ich jedem von euch einen Tipp geben. Eine Stunde Minimum in der Woche, am besten 2, 3, 4, 5, so viel wie es irgendwie geht, neben der normalen Weiterbildung in Persönlichkeitsentwicklung, Rhetorik und so weiter, auch in die Nische zu stecken. Das war wirklich ein großer Fehler, den ich am Anfang nicht gemacht habe. Habe ich einfach vergessen. Da habe ich sehr, sehr viel Geld auf der Strecke gelassen, weil ich dann beispielsweise Sets gekauft habe, die gar nicht so beliebt waren, wie ich dachte, weil ich es mal wo gelesen habe. Sondern da musst du wirklich tief in der Nische drin sein, um das alles zu wissen. Also Tipp Nummer 2 oder Punkt Nummer 2 von meinen Fehlern. Ich habe mich zu wenig weitergebildet in der Nische drinnen. Ganz, ganz wichtig, meine Freunde. Dann kommen wir zum nächsten Punkt Nummer 3. Also es hat jetzt nichts 1, 2 oder 3 mit irgendwie einer Reihenfolge zu tun, überhaupt nicht, sondern ich sag's jetzt einfach so durch. Punkt Nummer 3, zu einfach vorgestellt. Und das passiert wirklich jedem, mit dem ich rede. Jeder denkt sich, okay, das ist eine easy Geschichte, ich kaufe Ware ein und verkaufe die wieder weiter. Hört sich ja wirklich einfach an. Aber ich habe es von Anfang an gesagt, Freunde, es ist nicht so einfach, wie man das glaubt. Jeder stellt sich das zu einfach vor. Ich bekomme Nachrichten, Herr René, ich habe das gekauft, nach 3 Tagen hat es sich noch nicht verkauft. Freunde, eine Firma, die nach 2, 3, 4 Jahren profitabel ist, das ist vollkommen okay, das ist gut. Es gibt Firmen, die sind 10 Jahre, nicht ein Jahr profitabel gewesen und im 11., 12., 13. Jahr sind sie dann profitabel geworden. Und manche fragen mich nach 3 Wochen schon, ob das überhaupt hinhauen kann. Das ist ganz, ganz schwierig heutzutage in unserer Zeit. Das ist aber auch geschuldet von den ganzen Gurus, die online immer sagen, über Nacht wirst du reich, aber auch vom generell, man kann alles sofort immer haben. Das ist unsere Generation jetzt.
wenn man sich einen Film anschauen will, dann braucht man nicht irgendwie zum Videoladen gehen und sich das ausborgen wie früher und dahin fahren, borgen, heimkommen, sondern man gibt ganz schnell auf der Fernbedienung ein oder manchmal sogar mit Sprachsteuerung und der Film wieder runtergeladen. Ihr wisst, was ich meine, und das schlägt sich leider auf die anderen Dinge auch ein bisschen über. Also der dritte Fehler, den auch ich zu Beginn falsch gemacht habe, was die meisten von euch vielleicht den Fehler machen. Man stellt sich's zu einfach vor. Ich kann es euch sagen, der Weg von nichts zu einer profitabel laufenden Firma, die sogar Mitarbeiter einstellen kann und es ist noch immer profitabel und es läuft super, das ist ein steiniger Weg. Ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn ihr euch den schlimmsten Weg vorstellt, dann macht das Doppelte draus und dann seid ihr dabei. Wenn ich zusammenzähle, wie viele Nächte ich nicht gepennt habe, boah, Freunde, wirklich, das ist eine schwierige Zeit gewesen. Natürlich freue ich mich jetzt, dass es super läuft und dass es seit ein paar Jahren ich überhaupt keine Probleme mehr irgendwie habe, dass die Firma läuft wie geschmiert, wenn ich das so sagen darf. Aber bis dorthin waren das steinige Jahre und das zehrt und da muss man wirklich Durchhaltevermögen haben. Da brauchst du nicht nur einen eisernen Willen, sondern du musst mental auch wirklich stark sein. Es gab Tage, da bin ich dort gesessen und habe einfach geweint, einfach alleine. Ich bin dort gesessen, das kann ich ja offen sagen, für das schäme ich mich auch nicht, ist mir doch egal. Aber es war halt so, das schwöre ich euch, da bin ich dort gesessen und habe geweint. Und das ist heftig und ich bin mental nicht irgendwie schwach, meiner Meinung nach. Ich habe sehr, sehr viele Bücher darüber gelesen, wie man es objektiv betrachten soll. Aber trotzdem, bitte, Freunde, denkt drüber nach. Denkt euch nicht, dass es alles einfach ist und dass es schon klappen wird. Es klappt, aber nur mit dem nötigen Aufwand. Das will ich euch im Punkt Nummer 3 sagen und das war auch ein Fehler, den ich gemacht habe. Dann Fehler Nummer 4. Nicht Nein sagen können. Das ist mein größter Fehler, den ich auch bis vor kurzem noch hatte. Ich habe immer gesagt, ja, mache ich dir, mache ich noch. Und jetzt sage ich einfach Nein, fertig, ich kann nicht mehr. Es geht sich nicht mehr aus. Und diesen Fehler will ich euch weitergeben, Freunde. Lernt das Nein sagen. Es ist euch keiner böse, wenn ihr dem sagt, hey, es geht sich halt nicht aus. Ich bin so eingeteilt, ich kann jetzt nicht noch für dich das zusätzlich machen oder dir danach schon. Es geht einfach nicht mehr. Nein heißt Nein, fertig. Und das habe ich wirklich erst vor ein paar Monaten, letzten Sommer, September, habe ich mir geschworen, einfach Nein zu sagen. Und das war das Beste, was ich in meinem Leben in dem Bereich, also es ist wie wenn ein Stein von meinem Herzen gefallen wäre. Und man kann doch höflich Nein sagen, das habe ich nicht gekonnt. Ich war einfach immer zu nett, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Ihr wisst, auf was ich raus will. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Freunde, bitte, Punkt Nummer 4. Lernt Nein zu sagen. Und Nein heißt einfach Nein, fertig. Und das habe ich bis vor einem halben Jahr oder September, ungefähr ein halbes Jahr, nicht gecheckt. Und ja, ganz, ganz schwierig, Freunde, ganz, ganz schwierig. Und deswegen mache ich solche Videos, dass euch das nicht mehr passiert. Punkt Nummer 5. Auf andere hören oder seine eigene Meinung, seinen eigenen Standpunkt einfach zu verwerfen, weil jemand anders sagt, das klappt nicht oder das ist blöd oder das würde ich nicht machen. Das hatte ich die ersten 2 Jahre so in meinem Selbstständigkeitsdasein, wenn ich das so sagen darf. Da habe ich noch extrem, extrem viel auf andere gehört. Freunde in Anführungszeichen, aber auch die Eltern haben gesagt, hey René, das ist unsicher oder ich würde das nicht so machen oder bei YouTube, du machst dich doch zum Affen, du verrätst dein ganzes Geschäftsgeheimnis. Kann natürlich sein, aber ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr mit eurer Handlung, ihr mit euch selbst zufrieden seid und mit dem, was ihr macht, natürlich kann man sich Meinungen einholen, aber einfach, weil einer sagt Nein, oder und überhaupt keine gute Begründung dahinter ist oder versucht euch das auszureden, ja, das ist unsicher, was machst du, wenn es nicht klappt, solche Dinge, das ist überhaupt keine gute Argumentation, dann denkt selbst drüber nach, wenn es für euch passt, was ihr euch da vorgenommen habt und was ihr machen wollt, ihr, nicht deine Mom und nicht deine Freundin und nicht dein Bruder oder dein bester Freund, sondern du selbst, du bist für dein Handeln verantwortlich und wenn du sagst, das will ich machen, es ist eine Entscheidung. Bei Entscheidung steckt das Wort Scheiden auch drinnen. Man trennt sich von dem anderen, wogegen man sich entschieden hat. Und dann ist die Entscheidung safe. Und wenn du mit dir selbst und mit deinem Gewissen und mit deinem ganzen Herzen und all, was dir halt wichtig ist, dahinter stehst, dann lass dir das nicht für irgendjemand das ausreden. Am Ende, das sage ich immer und immer wieder, das hört sich blöd an, aber es ist wirklich so, am Ende von deinem Leben bist du nur dir Rechenschaft schuldig. Du wirst irgendwann vielleicht dort liegen, wenn du es noch mitbekommst, und sagen, okay Digga, das habe ich genauso gemacht, wie ich es wollte. Und auch wenn ich verkackt habe, ist doch vollkommen egal. Das Leben wäre ja viel zu langweilig, wenn immer alles safe ist. Freunde, wirklich, das ist mir ganz, ganz wichtig. Weil
Ich bin froh, dass mir das damals auch jemand gesagt hat. Da war ich so froh, dass ich es gelesen habe. Weil ich dachte mir, ah, es stimmt ja. Ich arbeite doch nicht mein ganzes Leben für irgendjemand anderen und lebe seinen Traum. Also, ich lebe sozusagen, er lebt seinen Traum durch die ganze, durch mich so. Ich will doch meinen eigenen Traum leben. Ich will hier was hinterlassen. Und da gibt es einen schönen Liedtext, wenn fremde Fußstapfen tritt, hinterlässt keine Spuren. Und das ist einfach so. Du hinterlässt keine Spuren. Und vielleicht ist für dich auch nicht wichtig, das ist vollkommen okay. Aber Fehler Nummer 5, den ich auch die ersten 2 Jahre gemacht habe. Ich habe viel zu viel mir von anderen Leuten irgendwas sagen lassen, die selbst nie den Mumm hatten, irgendwas zu reißen. Und das würde ich jedem von euch raten, das nicht zu machen, Freunde. Und ja, das waren jetzt die 5 Tipps. Ein Tipp hätte ich noch am Start. Das war auch so, oder kann ich euch noch eine kleine Story erzählen, wenn ihr noch Bock drauf habt, wenn es gut läuft. Dann aufzuhören oder nicht aufzuhören, aber vom Gas runterzugehen. Und das war halt die Story, die ein oder andere nämlich länger verfolgt kennt. Ich habe am Anfang immer 4 Mal geschrieben, habe ein paar, ja, ich habe generell ziemlich viel verkauft, aber auch die Rechner mit der Datenlöschgeschichte, das wisst ihr ja. Und hatte dann so einen richtig fetten Deal für mich am Start, der für mich ungefähr 3 Monate von meinen Fixkosten gedeckt hat und ich konnte halt dann mit dem einen Deal, den ich da bekommen habe, 3 Monate leben. Und was habe ich Idiot gemacht? Ich habe nicht mehr weiter nach Ware gesucht. Ich habe mir gedacht, hey, 3 Monate, wir haben jetzt März, April, Mai, Juni, hey, bis zum Juli brauche ich jetzt nur die Dinger verkaufen und dann habe ich es auch noch auktioniert. Im Fixpreis hätte ich, wenn ich es Fixpreis eingestellt hätte, mir Zeit gelassen hätte, hätte ich um ein Drittel mehr Geld bekommen und ich hätte währenddessen die Dinger verkauft werden, hätte ich einfach suchen müssen. Was habe ich gemacht? Ich habe es auktioniert, dass ich schnell das Geld bekomme, habe mich dann auf dem Geldpolster ausgeruht und genau 3 Monate später habe ich dann irgendwann eine Woche vorher angefangen, wie der letzte dann auktioniert war, und dann habe ich nichts mehr gefunden. Und das hätte mir fast mein Genick gebrochen. Also Freunde, das ist der Fehler Nummer 6, wenn ich euch den noch sagen darf. Wenn es gut läuft, gebt noch mehr Gas. Es wird ein Winter kommen, es gibt immer Sommer und Winter. Und wenn man sich auf den Winter vorbereitet, im Sommer, dann wird man, wenn man sich, stell euch vor, ihr seid irgendwo in der Wildnis, und wenn euch im Sommer, wo es super läuft, eine coole Bude baut, ein paar Tiere jagt und Fell zulegt und so weiter, ihr wisst, blöde Story, aber ihr wisst, was ich meine, dann geht es euch im Winter gut. Und wenn ihr es nicht macht, wenn ihr im Sommer einfach chillt, weil ihr ja, ihr wisst, auf was ich raus will. Und das ist mir besonders wichtig, Freunde. Das hätte mir fast, kurze Zeit nach meiner Start von der Selbstständigkeit, hätte mir fast das Genick gebrochen, nur weil ich gechillt habe, weil ich einen fetten Deal gemacht habe. Ganz, ganz wichtig noch zum Abschluss. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen, meine Freunde. Es ist wirklich ein wichtiges Video. Und genau diese Fehler, jeden dieser Fehler habe ich durchlebt und richtig schmerzhaft durchlebt. Und das ist nicht geil gewesen, wirklich nicht. Ich habe alles durchgemacht, was ich euch gesagt habe. Und ich lebe trotzdem noch, man schafft es auch so. Aber man muss ja nicht sein. Wenn ich schon weiß, okay, das könnte kommen, dann bereite ich mich doch ein bisschen darauf vor und dann trifft es dich auch nicht so hart, wie wenn du es nicht so weißt, weißt? Und deswegen mache ich auch diese Videos und deswegen freut es mich natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr einen Daumen nach oben gibt. Das gibt mir ein bisschen was zurück. Ich mache diese Videos gern. Freunde, wir haben es wieder. Ich will es euch nochmal zeigen, wie spät wir es haben. 4:48 Uhr und ich bin noch nicht aufgestanden, sondern ich sitze noch immer hier, weil ich muss für Mai einiges vorbereiten, weil ich Ende Mai einen schmerzhaften Gang vor mir haben, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das werde ich auch noch schaffen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, Freunde. Bleibt motiviert, gebt weiter Gas, arbeitet für eure Ziele, arbeitet, ja, um was zu erreichen. Und mit reinem Herzen schafft man alles im Leben, Freunde. Und um das geht es mir. Und ja, das war's. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Euer René. Tschüss.